exakte, genaue Teildaten von Menschen zu sammeln. Und daraus ergeben sich natürlich eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten. Wiederum das Einfachste, sich einfach auszudrücken, aber das ist relativ banal. Oder ich kann das in einen virtuellen Avatar machen, kann es in Computerspiele reinsetzen, kann sie nach, mit ihnen nachher Fußball spielen oder was auch immer sie wollen. Es gibt bei Gründern und Startups, glaube ich, ein ganz wichtiges Motto, das eh immer alle sagen: fail often, fail fast, fail cheap. Also probier's, du kannst ruhig daran scheitern, aber wenn du es tust, nachher tust du es schnell und damit billig. Also wir sind jetzt so weit, dass wir diese 3D-Bodyscanner so weit entwickelt haben, dass wir Marktreife haben. Wir produzieren auch bereits in Serie und liefern in Serie aus. Jetzt geht es natürlich darum, diese ganzen Anwendungen im Hintergrund, die ich angesprochen habe, zum Beispiel die Modebranche, die ganze Gaming-Branche anzugehen. Es ist einmal ein großer Käufer abgesprungen, wo wir entsprechende Vereinbarungen hatten, darauf natürlich auch den ganzen Business Case aufbauen. Und solche kleinen Einschnitte sind natürlich oft bei einem Startup, das Ganze von der Finanzierung, von ersten Abschlüssen abhängig, natürlich gravierend. Also ich gehe überhaupt ganz, ganz selten auf Startup-Veranstaltungen, weil da reden immer alle über alles. Das Problem ist, man soll es weniger darüber reden, sondern einfach tun.